mit einem großen Applaus. Er kommt zu uns in die rote Ecke. Er ist der ehemalige deutsche Meister der Amateure, Andrade Roskotner. Andranik Voskanyan, du hast ja gerade gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir? Gut, nach dem Sieg geht's mir immer gut. Ja, schön, das war jetzt nur dein dritter Sieg. Ne? Und, aber ich habe gesehen, also ein bisschen hattest du doch zu tun heute, ne? Ja, also das war nach 2,5 Jahren wieder mal mein Kampf. Ja, hab lange pausiert, auch zugenommen gehabt. War während der Corona-Zeit auch zweimal krank. Und ja, es könnte besser sein, aber wichtig ist, dass wir erstmal gewonnen haben und wieder drin sind. Ja, und für dieses Jahr, also jetzt nur schon Oktober, können wir uns nochmal auf dich freuen oder wie sieht's aus, erst nächstes Jahr? Im November habe ich noch was in Rostock. In Rostock? Und genau, da sind wir aber gerade gucken mit dem Gewicht. Mhm. Und ich glaube, dieses Jahr kommt noch was zu mir. Okay, also du sagst, du hast Gewichtsprobleme, 2,5 Jahre ausgesetzt. War es jetzt eher das Gewicht oder eher wirklich die Corona-bedingte Zeit, dass kaum Veranstaltungen oder wenig Veranstaltungen waren? Woran hat es gelegen? Beides. Also ich sag mal so, die Trainingspartner, die immer da waren in der Halle, ja, die wurden auch immer weniger, weil selbstverständlich, die hatten auch Angst, wenn so viele Sportler sich in der Halle versammeln, sich anzustecken lassen. Und ja, die Sparringspartner waren weg, die Sponsoren waren weg, weil es ist ja logisch, während der Corona-Zeit will sich keiner sponsern. Aber Gott sei Dank, ja, kommt jetzt in Werbung, aber mein Sponsor hier, Mustroy, Herr Karin Kutschukian, der mich unterstützt hat, auch in schlechten Zeiten, an mich geglaubt hat, bei ihm möchte ich mich natürlich erstmal bedanken. Und ja, alles in einem, also die ganze Corona-Phase und
diese lange Pause und auch mal so eine große Bühne, ne, muss man wieder reinkommen. Also, ja. Ja, also völlig verständlich. Also ich glaube, es war für alle Berufsboxer wirklich eine schwierige Zeit. Aber um mal auf Berufsboxer zurückzukommen, bist du Vollprofi oder gehst du nebenbei noch arbeiten, wenn ich dich fragen darf? Ich war nebenbei auch arbeiten, wie gesagt. Also ich habe gearbeitet von 8 bis 16.30 Uhr. Dann bin ich auch immer ins Gym gerannt, um mich fit zu halten. Aber jetzt, seitdem, wie ich schon gesagt habe, mein Sponsor Karin Kutschukian mich unterstützt, dann kann ich auch jetzt voll morgens trainieren und auch abends trainieren. Also zweimal am Tag, wie es sich auch zum Profi gehört, dass man zweimal am Tag trainiert. So, also ich würde mal sagen, dass ich jetzt halt Vollprofi. Vollprofi, also wunderbar. Und aber würdest du auch sagen, also jetzt innerhalb dieser 2 Jahre, also hattest du auch so, sag ich mal, mentale Tiefpunkte gehabt, wo du wirklich sagst, ey Scheiße, wann geht's weiter? Wie lange geht diese Corona-Sache noch und wann kommen die Veranstaltungen? Wo sind die Veranstaltungen? Wie ist es dir ergangen? Ich muss ehrlich sagen, ich war kurz vorm Aufhören. Muss ich auch ehrlich sagen. Kurz vorm Aufhören? Kurz vorm Aufhören. Kurz nach dem Beginn sozusagen. Genau. Also nachdem ich angesteckt hatte mit Covid, war das halt so, dass ich zu schnell mit dem Training angefangen habe. Ich habe es damals unterschätzt, ja, und da habe ich auch gemerkt, ich bin also wirklich an einer Herzmuskelentzündung vorbeigefahren. Ja, also das war ganz knapp, hat mein Arzt gesagt. Und egal was ich gemacht habe, Treppen hoch, geschwitzt, Puls auf 120, ich war erstmal 4 Monate lang flach, kein Training, nichts. Und dann kommt halt dieses Zunehmen, wenn du halt es nicht gewohnt bist, immer zu Hause sitzen, essen, nicht trainieren, dann nimmst du auch zu natürlich. Ja. Und kurze Info für mich, was war das Maximum deines Gewichts? 81. 81, oh. Boxt ja 69,9. Ja, genau. Aktuell 74 geboxt, ja. Muss nur runter. Ja. Und wie ist es dir jetzt ergangen? Also du bist ja über volle Distanz gegangen. Wie war es so mit der Pumpe? Wie lief's? Kondimäßig? Kondimäßig, naja, hört mein Trainer jetzt nicht so gern, aber nicht so gut, ja, es geht immer besser, aber wie gesagt, wir hatten alle 4 Runden, waren 4 Runden, habe alle 4 Runden geholt, technisch einen guten Kampf gezeigt, hat mir Herr Wegner gesagt und ja, also klar kann man sich immer verbessern, aber Step by Step, ich bin noch jung und genau. Machen wir schon. Schön, und im besten Fall boxst du ja dieses Jahr noch, aber hast du schon so ein paar Vorhaben fürs nächste Jahr, also vielleicht worauf wir uns freuen können? Ein Titelkampf, eine deutsche Meisterschaft, irgendwas anderes in die Richtung. Sind da schon Verhandlungen am Start? Titelkampf ist immer schön. Ich muss ehrlich sagen, ja, deutsche Meisterschaft vielleicht, so wie es aussieht bis jetzt. Ich habe jetzt 3 Kämpfe, 3 Siege. Aber wie gesagt, nach so langer Pause war noch ein Rating ganz weit wieder nach oben gerutscht oder nach unten gerutscht, wie man es auch sieht. So, ich brauche erstmal 2, 3, 4 Kämpfe auf Schnelle, damit ich da erstmal mitreden kann. Ja, weil da gibt es Leute, die halt gerade, muss ich auch zugeben, viel besser dabei sind aktuell, ja, und aktiver sind, viel mehr boxen. Ich muss. Ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe, aber wie gesagt, Fleiß schlägt Talent. Ja. Ich bin talentiert, aber noch nie so fleißig. Ja. Also muss ich da arbeiten. Und bei dem heutigen Gegner, also hast du es dir leichter vorgestellt, also einen kurzrundiger Sieg, dass er erste Runde, zweite Runde K.O. geht, oder warst du wirklich voll konzentriert, hast du es wirklich ernst genommen, wie als wäre es zum Beispiel eine Weltmeisterschaft, oder bist du da locker leicht reingegangen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn schon unterschätzt. Muss ich ehrlich sagen, wahrscheinlich wegen seinem Kampfrekord, ich weiß es nicht, das macht auf jeden Fall auf keinen Fall mehr. Ja. 12 Kämpfe gehabt, erfahrener Mann, hat auch 8 Runden geboxt, 6 Runden geboxt. Ich dachte halt schon, dass ich in der ersten Runde schon halt weghauen kann, muss ich ehrlich sagen. Aber da habe ich gemerkt, nee, das wird nichts, bleib lieber ruhig, K.O. kommt von alleine, K.O. kann man nicht zwingen. Ja. Boxen, ruhig bleiben, hat mein Trainer in der Ringecke erklärt, haben wir auch gemacht, haben den Sieg nach Hause geholt. Ja, unterschätzt habe ich ein bisschen. Ehrlich. Also. Und da bist du ja wirklich, sag ich mal, gut gefahren, trotzdem. Du hast ja gerade den Kampf gesehen mit Docker, ne? Ja. Der ist ja auch erste Runde wirklich wie eine Dampflok losgestartet, wollte wirklich den kurzrundigen K.O. Hast du es erwartet so, also bei Docker? Docker ist ja auch mein Freund, ich kenne ihn schon zu Amateurzeiten, seit 15 Jahren kenne ich ihn und ich muss ehrlich sagen, er ist auch schon seit Amateurzeiten so geblieben, ja, das mit dem K.O. hauen wollen, weghauen, zerstören und dass er heute verloren hat, hätte ich nicht gedacht, auf keinen Fall, weil ich ihn kenne, ist ein Kämpferherz, für mich persönlich war auch der Abbruch viel zu früh, aber wir kennen beim Profis, im Stehen anziehen gibt es nicht, da wird abgebrochen, so ist es nun mal, aber ich glaube fest daran, dass er stärker zurückkommt. Ja, das hoffen wir natürlich auch, erstmal vielen Dank für das Interview und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Ne? Vielleicht auch dann kommenden Monat in Rostock. Rostock, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.